Die Tierschutzpartei. Kommen wir nun zur Tierschutzpartei. Die Tierschutzpartei gibt es bereits seit 1993 und setzt sich allgemein vor allem für die Tierrechte ein. Im EU-Parlament haben sie aktuell übrigens einen Sitz. Langfristig will die Partei eine tierlose Landwirtschaft ein Verbot von Massentierhaltung, Tierversuche und Jagd. Eine Übergangslösung ist für sie eine artgerechte Tierhaltung. Generell ist für die Partei klar, dass auch für Tiere universelle Rechte gelten müssen. Mal abgesehen davon ist die Tierschutzpartei aber nicht nur eine Ein-Thema-Partei, wie der Name es vermutlich vermuten lassen würde. Zum Beispiel fordern sie auch den kompletten Stopp von Waffenexporten. Im Gesundheitswesen verfolgen sie eine ähnliche Richtung wie die Linke oder auch die Grünen, da sie nicht mehr privat und gesetzlich versichert haben wollen. Es soll mit ihnen eine Einheitsklasse geben. Sie selbst sehen sich zumindest, naja, als Lobby für diejenigen, die keine Lobby haben, wie Sie selbst sagen. Also aus Ihrer Sicht für Kranke, Behinderte oder Menschen, die in Obdachlosigkeit leben oder eben auch Tiere. In Sachen Wirtschaft sind sie auf jeden Fall nicht so wirtschaftsliberal wie beispielsweise die FDP. Sie setzen sich nämlich für mehr Regeln in der Wirtschaft ein. Sie sagen auch, Ökologie geht vor Ökonomie. Und bis 2035 will man erreichen, dass Deutschland auf 100% erneuerbare Energien setzt. Und man will... Ein sofortiges Tempolimit auf allen Autobahnen für 130 km pro Stunde. Und auch ein Umstieg auf vegane Ernährung. Machen Sie sich stark. Und um Ihre Projekte zu finanzieren, das ist ja nicht ganz, ein, äh, ganz unwichtig, wenn Sie denn regieren würden würden Sie bei der Bundeswehr massive Einsparungen machen, ähm, würden Sie massive Einsparungen, wie Sie selbst sagen, vornehmen. Nämlich auf 1% des Bruttoinlandsprodukts. Das Thema Steuern ist dann natürlich nicht ganz unwichtig. Und wenn Sie diese vor allem... Und wenn sie diese vor allem auf klima- und umweltschädliche Produkte und Dienstleistungen setzen, setzen, so dass das Wahlalter will man auf 16 Jahre senken und die 5-Prozent-Hürde im Bundestag abschaffen, sie finden letztere nicht demokratisch. Ja, das ist so in Kürze die Tierschutzpartei. Oh, was haltet ihr von der Tierschutzpartei? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ja, ich finde Tierschutz richtig, aber in einigen Punkten finde ich die doch ein bisschen zu ja, abstrakt. Und dass man so gesehen auch irgendwie ein bisschen den Veganismus. Man so gesehen verpflichten will, dass die Leute sich vegan ernähren. Ja, natürlich jeder, wer sich vegan ernähren will, soll es machen. Ich habe damit kein Problem, aber man sollte niemanden dazu zwingen. Und ich glaube auch niemals, dass das die Gesellschaft vegan wird. Ich glaube es nicht. Tierschutz, ja, ist was Wichtiges. Ich finde, Massentierhaltung sollte auch verboten werden. Aber dass die Landwirtschaft komplett zum Beispiel auf Tiere verzichtet, bezweifle ich. Ich glaube, es werden immer Tiere geschlachtet werden. Weil halt nicht alle Menschen vegan leben wollen. Weil man auch niemanden dann dazu zwingen kann, zum Glück. Und Tempolimit, ja, ich bin gegen ein Tempolimit. Und 5%-Hürde. Das finde ich jetzt auch nicht so gut, dass sie die abschaffen wollen. Denn dann gäbe es auch, ohne die 5%-Hürde, hätten wir auch Parteien wie die MPD oder MLPD im Bundestag dann sitzen. Und auf die kann ich gut und gerne verzichten.